Reisen mit leichtem Gepäck, aber trotzdem stilvoll und vielseitig gekleidet sein, das geht mit einer minimalistischen Reise-Capsule-Wardrobe, die tatsächlich in so einen kleinen Handgepäckskoffer passt. Wie meine genau aussieht, darum geht's jetzt. Herzlich willkommen, meine lieben Ladies, zu einem neuen Video. Für die, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, mein Name ist Anna und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Modestil und bewusstes Shopping. Und heute schauen wir uns mal eine kleine minimalistische Reise-Capsule-Wardrobe an, die ich für dieses Video zusammengestellt habe. Das heißt, in dieser kleinen Reisegarderobe sind ausschließlich Teile, die gut miteinander kombinierbar sind, sodass wir auch mit wenigen Kleidungsstücken viele verschiedene Outfits zusammenstellen können. Der Vorteil von so einer minimalistischen Reise-Capsule-Wardrobe ist, dass man eben nicht viel mit sich rumschleppen muss, man spart Platz im Koffer und trotzdem ist man dann aber für jeden Anlass gut gewappnet unterwegs. Die Teile aus dieser Capsule Wardrobe hier sind von Uniqlo, dem Sponsor dieses Videos. Ich arbeite schon länger mit Uniqlo zusammen, weil ich finde, diese Brand hat wirklich so ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da gibt es eben diese tollen Basics, die A, super zeitlos sind, man kann sie lange tragen und sie sind einfach perfekt für Capsule Wardrobes, weil sie einfach toll kombinierbar sind. Fangen wir hier mal mit den Oberteilen an. Da habe ich als allererstes ein Leinenhemd in so einem hellgelb oder fast schon butterfarben. Ihr kennt es vielleicht, das ist hier der Zwilling von diesem Hemd, das ich trage. Auch das hier ist von Uniqlo. Ich finde es so fantastisch und habe es mir deshalb nochmal in einer anderen Farbe geholt. Also es sieht super edel aus, ist sehr praktisch im Sommer und vor allem haben Leinen auch so einen kühlenden Effekt, gerade bei heißen Temperaturen. Und auch wenn dieses Hemd hier lange Ärmel hat, ist es wirklich super. Manche denken, ah ja, bei 35 Grad müsste man kurzärmlich oder nur mit Spaghettiträgern rumlaufen, aber das stimmt nicht. Wenn man eben so ein Kleidungsstück mit langen Ärmeln, aber eben aus Leinen hat oder einem anderen sehr atmungsaktiven Stoff, dann wird die Luft darin zirkuliert und man hat eben so einen kühlenden Effekt. Also das bietet sich absolut an. Vor allen Dingen kann man die Ärmel ja auch ein bisschen hochkrempeln, so wie ich das hier gemacht habe. Und wenn es abends dann mal doch ein bisschen kühler sein sollte, dann kann man so ein Hemd auch super als Überwurf oder leichte Jacke nutzen. Also ein Leinenhemd ist einfach für jede Sommergarderobe ein absolutes Muss aus meiner Sicht und bietet sich auch für eine Reise-Capsule-Wardrobe an. Auch wenn man es natürlich bügeln muss. Leinen knittert sehr stark, aber ich nehme auch immer meinen Steamer mit. Ich reise niemals ohne meinen Steamer. Und insofern kann man auch in Leinen unterwegs stilvoll und gepflegt aussehen. Als nächstes habe ich hier ein Crop Top. Das ist ebenfalls von Uniqlo, allerdings schon aus einer älteren Kollektion. Ich verlinke euch allerdings eine Alternative unten in der Videobeschreibung in der Caption. Und das ist natürlich super, wenn es eben sehr, sehr heiß ist und man vielleicht noch eine lange Hose dazu trägt. Dazu kommen wir gleich noch. Falls du aber ungern deinen Bauch zeigst, dann ist natürlich ein klassisches Tanktop eine sehr gute Alternative. Also ein klassisches weißes Tanktop ist ja sowieso die Mutter aller Basics, genau wie das weiße T-Shirt. Das bietet sich wirklich super zum Reisen an. Vor allen Dingen knittert so ein Ripstrick auch nicht so stark. Also man kann es sehr leicht und schnell mit einem Steamer bügeln und es lässt sich auch super leicht reinigen. Also das kann man ganz schnell einfach per Hand schnell mal waschen und schon ist es wieder frisch und daher auch super geeignet für eine Reise-Capsule-Wardrobe. Dann habe ich hier noch dieses Hemd, ein gestreiftes. Ich habe auch schon ein recht ähnliches von Uniqlo. Das hier ist aber noch mal so ein Ticken dunkler und hat so ein Office-Vibe. Also das ist wirklich so ein Teil, das kann man wirklich super ins Büro oder in die Uni tragen oder eben auch unterwegs, je nachdem, mit was man es kombiniert. Es ist auf jeden Fall so casual schick und absolut vielseitig. Also auch das kann man eben mit hochgekrempelten Ärmeln einfach als Oberteil tragen, wenn es eben nicht ganz so heiß ist oder eben auch abends. Als Überwurf zum Layering ist das wirklich ein absolut tolles Teil und eben auch perfekt für eine Capsule Wardrobe, weil es sich super gut mit vielen verschiedenen Sachen kombinieren lässt. Einfache T-Shirts sind ja wie gesagt solche Evergreens und Must-Haves für eine Capsule Wardrobe und weil ich ja schon hier weiße Oberteile habe, habe ich hier ein schwarzes T-Shirt dazu genommen. Auch das ist von Uniqlo aus einem sehr angenehmen Stoff. Das ist wirklich ein Teil, das kann man das ganze Jahr über tragen. Also T-Shirts muss man einfach im Kleiderschrank haben, die kann man eben im Sommer einfach so als Oberteil nutzen oder eben an kälteren Tagen als Layering Piece. Also das hier ist wirklich auch für eine Capsule Wardrobe ein ideales Teil.
So, kommen wir jetzt mal zu den Unterteilen dieser Capsule Wardrobe. Da habe ich im Prinzip nur zwei, und zwar einmal diese Buntfaltenhose von Uniqlo. Die habe ich tatsächlich schon in verschiedenen Farben. Das ist eine sehr berühmte Hose von Uniqlo. Jedenfalls ist sie schon mal auf TikTok viral gegangen, weil diese Hose einfach ein absoluter Figurschmeichler ist. Die macht eine sehr schmale, schöne Taille und ist einfach ein super toller Allrounder. Man kann sie das ganze Jahr über im Prinzip tragen, weil die ist aus so einem sehr angenehmen Stoff, nicht zu dick, nicht zu dünn, einfach perfekt. Ich habe sie mir jetzt hier eben mal in Weiß geholt. Das ist auch eben ein perfekter Klassiker für die Sommercapsule Wardrobe. Und online gibt es diese Hosen immer in zwei verschiedenen Längen. Einmal gibt es so den White Fit, die ist etwas kürzer geschnitten, und dann gibt es nochmal die langgeschnittene Version. Das ist hier die etwas langgeschnittene Version. Ich finde, für Frauen über 1,65 ist das auf jeden Fall eine gute Wahl, weil dann kann man die auch eben mit ein bisschen höheren Absätzen tragen. Man kann die dann aber auch mit flachen Schuhen tragen. Ich nehme die immer so ein bisschen länger, weil das einfach in der Regel schmeichelhafter ist. Denn weitgeschnittene, aber verkürzte Hosen können oft problematisch sein. Also die können die Figur schnell mal optisch stauchen. Deshalb ist es in der Regel sinnvoller, solche weiten Hosen immer so einen Ticken länger zu kaufen, damit das Bein eben gestreckt wird. Und da ich ja eben mit dieser Hose eben ein weißes Unterteil schon habe, habe ich dazu eine beigefarbene Shorts genommen. Die ist aus so einem Leinenmix. Die ist super praktisch, die wird logischerweise nicht so schnell schmutzig wie weiß, aber man könnte natürlich auch nochmal eine weiße Shorts nehmen. Da gibt es bei Uniqlo auch sehr, sehr schöne Teile. Auch diese hier gibt es, glaube ich, nochmal in weiß. Könnte man auch machen, um halt eben dem Ganzen nochmal so einen Old Money Touch zu geben. Das hier ist eben eine Casual-Variante für etwas legerere Anlässe, die sich aber super nochmal auf- und runter stylen lässt, je nachdem, mit was man es kombiniert. Kommen wir zu den Accessoires und den Schuhen. Da ja in einem kleinen Koffer fürs Handgepäck nicht viel Platz ist, macht es Sinn, die Sonnenbrille, Schuhe, Gürtel und die Tasche perfekt vorher farblich abzustimmen, damit man sozusagen ein Set und einen farblichen Rahmen hat, der eben zu jedem Outfit passt. Wenn du also zum Beispiel eine braune Tasche hast, würde ich auf jeden Fall einen braunen Gürtel dazu nehmen und braune Schuhe. Bei den Gürteln bieten sich Wendegürtel an. Das sind quasi zwei in eins und das spart nochmal Platz und man hat verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Wenn du auf jeden Fall so ein Schuh- und Accessoire-Set haben möchtest, das wirklich zu allem passt, dann würde ich bei einer Sommerreise-Capsule-Wardrobe auf jeden Fall ein Weiß oder ein Cremeweiß nehmen, weil das wirklich universal einsetzbar ist.
Übrigens, diese Tasche könnte man noch als zusätzliche Option ins Handgepäck reinnehmen, denn sie hat kaum Gewicht, lässt sich flach zusammenfalten. Die Tasche selbst bietet aber sehr viel Stauraum. Also ein sehr praktisches Accessoire im Urlaub. Ich nehme diese Tasche daher sehr gern mit, wenn ich unterwegs bin. So, und das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt zum Thema Reisecapsule Wardrobe, dann schaut euch das Video an, das hier oben verlinkt ist. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!